Come on und herzlich willkommen zum zweiten Playoff-Spieltag des Amarino Cup Season 2. Ich habe das erste Mal direkt den richtigen Artikel benutzt. Ich war immer die ganze Zeit so, der Amarino Cup, und dann war ich so, nee, des Amarino Cups. Heute direkt richtig, wundervoll. Ja, wir haben den zweiten Spieltag. Wie ihr im Titel schon sehen könnt, spielen wir heute gegen den allerwertesten Saschki. Unser Papa Saschki. 100 Jahre alt, 100 Kinder. Und Saschki ist da. Sehr liebevoller Kerl. Kenne ich auch schon etwas länger. Der ist seit der ersten YPL-Season schon dabei. Dementsprechend, ja, ein Urgestein. Auch in meiner Liga. Ja, ich stelle euch einmal das Team vom lieben Saschki vor. Er hat im Team Genesect im S+, Mega Swampert und Reuniclus im, beziehungsweise ich glaube Mega Swampert im S, Reuniclus, Pillipon, Komma-O im A. Er hat sein Free-Tier dann für Reuniclus benutzt. Jolteon, Chandelure und Registeel im B-Tier, Overquill und Whimsicott im C und Kangaskhan im D-Tier. Wir haben heute dabei Choice Packs Baskele mit Swift Swim. Sollten bestimmte Pläne nicht funktionieren, dann haben wir ihn, der schneller als Swampert und langsam als Myriador. deswegen mal gucken, wie gut das klappt. Aber wird schon. Der resistet beide Steps. Nee, tut er nicht. Der resistet Water und Poison, aber resistet nicht Dark. Hilfe. Also, ja doch, er resistet Water und Ghost. Water und Poison, aber nicht Dark. So. Naja, ist auf jeden Fall schneller als Swampert. Könnte gut reinzwiebeln im Regen. Choice Bags, weil wo ist das Switchen? So, dann haben wir Yuno Gasai, unsere Sneasler mit Expert Belt Poison Touch, mit CC, Diaclaw, U-Turn, T-Spikes. Die T-Spikes sind primär dafür da, weil sein Poison-Type ist halt Overkill. Overkill wird auch sehr wahrscheinlich dabei sein. Ich habe selber keinen Plan, warum ich die T-Spikes habe. Ich glaube, Toxic lohnt sich mehr, wenn wir ehrlich sind. Komm, Toxic. Weil damit können wir sowas wie Pillipper eventuell toxen, Whimsicott toxen, irgendwie sowas. Naja, dann haben wir Vikavolt, Fistef mit Roost, V-Switch, Energy Ball und Sticky Web. Recht normal. Choice, okay, jetzt habe ich gekocht. Saschki schreibt mir, sei nicht zu hart mit mir. Ich versuch's. Kann's einladen. Okay. Hier habe ich gekocht. Choice, Scarf, Dunspass, Timid. Mit Baton Pass, Boomers, Flamethrower, Thunder. Der ist dafür da. Wir outspeeden damit safe Pillipper, solange der nicht selber Fullspeed Choice Scarf ist, outspeeden wir den. Und wir sind schneller als Non-Scarf Genesect. Das heißt, wir können Genesect prinzipiell mit dem Flamethrower aus dem Leben knocken. Ich werde auch gleich mit dem leaden. Sollten dann nicht gleich Pillipper oder Genesect im Lead sein, werde ich Baton Pass drücken. Sofort raus da. Sollten die beiden im Lead sein, holy shit, dann wird gedonnert oder geflamethrowert. Rein da. So, dann haben wir Choice Scarf Chiyu. Ja, der ist einfach so gut. So, mit dem mache ich nicht viel falsch. Gespeed creeped auf Genesect. Und ja, Mega Skeptile mit Leafstorm, Dragon Pulse, Focus Blast und HP Fire. Brauche ich, glaube ich, nicht groß erwähnen. Wieso, weshalb, warum? Ja. Ja gut, da brauche ich jetzt nicht in den neuen Kalk einfügen, weil T-Spikes oder Toxic, scheißegal, was jetzt im Kalk steht. Und da haben wir ihn. Pre-DLC. Ah ja. Darauf war ich nicht vorbereitet. Dann ändere ich mal kurz das Format. Pre-DLC. Nutdex Draft. Gibt's da hier sowas? National Dex. Oh Gott, Saschki. Paldea Dex. Nein. Nutdex Draft. Da haben wir's. Okay. Dann, da ist er. Playoffs, Runde 2 gegen Daddy Saschki und wir akzeptieren. Hä? Oh ja, stimmt, Toxic lernt er ja erst mit dem DLC. Oh mein Gott, zum Glück haben wir den Modus gewählt. Ja, dann sind es doch die T-Spikes. Okay, alles gut, es ist alles wieder beim Alten. Ich hab nur fast Fehler begangen. Okay, Genesect und Pillipper sind dabei, so wollte ich das sehen. Ich bin ehrlich, ich lead auch mit einem von den beiden. Also, der wird mit einem von beiden leaden und ich werde direkt mit Dodunspas leaden. Wir wünschen you too. Da werde ich jetzt nicht groß überlegen, was ich hier tun werde. Ich werde mir trotzdem ein bisschen Zeit lassen. Ich werde mir trotzdem einen kurzen Moment Zeit lassen.
Wenn das Choice Cuff Genesect ist, auch vollkommen in Ordnung. Bin ich ehrlich. Der könnte Soundproof sein, der wäre dann ziemlich nervig. Aber handelbar. Erstmal. So. Dodunspass, das Genesect. Ich bin ehrlich, direkt Flamethrower rein da. Flamethrower rein da. Wenn er mich jetzt Ironhead flincht, dann weine ich mir die Seele aus dem Leib. Aber das wird nicht passieren. Der wird entweder U-Turn, was auch okay wäre. Tut weh, aber dann weiß ich, dass das Scarf ist. Dann weiß ich, dass der Scarf ist. Da kommt Pilipper. Okay. Ist in Ordnung. Das heißt, er will mit in dem Matchup nicht drin bleiben. Und er verriet mir, dass er eventuell keine U-Turn hat. Ich weiß es nicht. I guess wir gehen in Porky. Weil Porky mir hier am safesten wirkt. Jetzt hätte ich gerne kein Choice gehabt und würde ihm jetzt einfach einen Donner reinzwiebeln, aber das geht leider nicht. Ich könnte auch in Bestial Legion gehen, das wäre auch ein Ding. Und direkt halt mein Dings ausnutzen. Ich glaube, ich gehe erstmal in Porky. Damit Porky meine ich viel falsch. Vielleicht kommt eine U-Turn, da kommt ein Hard Switch. Okay, jetzt wird gekalkt. Vikavolt gegen Overquill. Wayne Sweeper. Der macht mir nicht viel. Also der Gangshot tut weh. Mit Adamant Life Orb tut er auf jeden Fall weh. Aber ich lebe den. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Hauptsache ich lebe den. Wir können Sticky Webs legen. Die könnt ihr nur mit Pilipper entfernen. Dann wäre Vikavolt aber auch basically dead. Ich könnte mit V-Switch ungefähr 50 reinhauen. Crunch ist kein Tool. Wir drücken Sticky Web. Okay, oh, was ist. Oh mein Gott, ist das wichtig. Holy shit. Der war sau important. Wir V-Switchen jetzt einfach. Noch ein Gangshot. Wir sind daher. Oh mein Gott. Die nehmen wir aber alle mit. Die nehmen wir aber alle mit. Wir können nicht in Bestial Legion gehen, weil wir nichts über den wissen. Wir wissen halt, dass wir. Darf ich schon aufgeben? Oh mein Gott. Ich will. Das sind so Dinge, wo ich sage, ich will nicht mehr hexen, aber ich hexe. Was soll denn das? Die Frage ist, was tue ich jetzt? Die Frage ist, was tue ich jetzt? Sneasler. Wie sieht's bei dir aus, wenn da so ein Liquidation im Regen mit Element Life Orb kommt? Ich glaube auch nicht so gut. Sneasler. Nee, Regen. Wo ist Regen? Da ist Regen. Yeetet mich halt weg. Yeetet mich halt weg. Was ist mit Dodunspars? Der Boomburst wird ihn halt jetzt umyeeten. Der Thunder auch schon nahezu. Frage ist Soundproof oder Bulletproof? Aber das werde ich jetzt herausfinden müssen. Dodunspars lebt einen Gangshot. Wer im Boombursten? Auf jeden Fall. Oh Gott! Oh mein Gott! Es tut mir so leid. Dreimal bis schon nicht mehr feierbar. Auch nicht. Der, oh Gott, nee. Oh mein Gott. Klar, Gangshot kann missen. Gangshot hat wie viel Accuracy? 80, glaube ich. 80 oder 85. Ich kann nachgucken. Ja, ich gucke jetzt nicht nach. Ich habe schon für nächste Woche ein paar Teams gebaut, deswegen lasse ich das. Okay, das ist Pilipper. Pilipper. Na, der will jetzt halt defoggen, ne? Obviously. Aber mit Boomburst haue ich dem halt auch ordentlich was rein. Ganz genau. Da ist der defog. Ist okay. Pilipper nahezu tot. Und ich Boomburste nochmal. Entweder das ist Komma O, Soundproof oder Bulletproof. Ich vermute Bulletproof. Ist er? Er ist Soundproof, okay. Er ist Soundproof. Das heißt, wir gehen jetzt wieder in Vikavolt. Wir gehen in Vikavolt. Da kommt Sub.
Uiuiui. Vikavolt, du kannst den Sub wahrscheinlich nicht breaken, oder? Belly Drum. Ah ja! Ich muss den Sub gebreakt kriegen, ne? Hm. Das Ding ist halt, The Deep ist schneller. The Deep ist schneller als der. The Deep ist halt schneller. Aber ich muss gucken, den da irgendwie rauszubekommen. Der ist halt jetzt plus 6. Holy shit. Komo-o. Komo-o. Ist das der Moment, wo Basque Legion sein Bestes sieht? Boah, ungeil jetzt. Komo-o. Belly Drum da. Der ist jetzt plus 6. Es kann halt je nach Moveset sein, dass er nichts hat, um mich zu touchen. Das kann sein. Aber das weiß ich halt noch nicht. Ich muss sein letztes. Er wird einen Fighting Move haben, aber ich muss seinen letzten Move herausfinden. Ich rechne mal noch mit einer Dragon Claw. So. Dann gegen Basque Legion. Würde die Dragon Claw den halt jetzt umjeten. Und Vikavolt? Auch. Scheiße. Ich hab Screamtail im Team, ne? Es muss eigentlich Poison Jab oder Iron Head sein. Und beides wäre in Ordnung. Der hat Soundproof. Das heißt, ich kann Shadow Ball drücken, weil er hat kein Bulletproof. Rock Slide. Oh, Junge. Okay, Rock Slide. Rock Slide ist der letzte Move. Rock Slide. Mhm. Sneezer stirbt am Drain Punch. Ich weine. Nein. Es kann nicht Warsteiner hier. Mega Skeptile stirbt auch, ne? Naja. Oh mein Gott. Sein letzter Move wird Drain Punch sein, eigentlich. Ich weiß es aber nicht. Vikavolt. Ja, der Vote Switch holt den halt niemals raus. Oh, shit, Mann. Ich kann auf den Mist hoffen, ist noch ein Ding. Ich kann prinzipiell noch auf den Mist hoffen. Aber dann könnte ich gegen Swampert verlieren. Oh, shit. Dunsparce. Würde ihn mit Flamethrower halt jetzt aus dem Sub rausholen. Wenn er keinen Drain Punch hat. Wenn er keinen Drain Punch hat. Ich muss den letzten Move herausfinden. Das nützt alles nichts. Och nö. Flamethrower. Es ist Drain Punch. War ja klar. Okay. Das war eine Menge. Psychic ist kein Soundmove. Ich muss literally für den Miss hoffen, ne? Es ist wahrscheinlich over. Sneasler, Drain Punch killt safe. Vikavolt, Rock Slide killt safe. The Dunsparce ist jetzt durch Dings gestorben. Chio würde ihn mit Psychic halt immer noch umnocken. Und Basque Legion ist am Rock Slide gestorben, ja. Ja, ich muss auf den Miss hoffen. Jetzt kann der Miss gerne kommen. Wird er aber nicht. Der wird treffen. Vikavolt ist dead. Ja.
Es kann nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein, dass das jetzt passiert. Och nö. Och nö. Drain Punch kommt, nimm Sneasler raus. Mega Evolution, Drain Punch kommt, nimm Skeptile raus. Und Shio kommt, ist zwar schneller, aber wird halt auch einfach umgeheatet jetzt. Das heißt Overheat. Oh ja, das Sub ist gebrochen. Nice. Oh, das fuckt richtig ab. Dass Komao mich gesweept hat, fuckt mich gerade richtig ab. Oh, Belly Drum, Select Berry. Und dann Soundproof. Soundproof statt Bulletproof. Oh, Mann. Oh, das kann nicht wahr sein. Oh, es kann nicht wahr sein. 5-0 auch. 5-0 tut halt noch mehr weh. Ah, oh, shit. Ja. Ja. Goodbye.